Ich stelle diesen kurzen Predigttext noch einmal in seinen etwas längeren Zusammenhang. Also eben haben wir die Verse 4 bis 5 gehört und jetzt hören wir diese Verse zusammen mit den drei Versen davor. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wir merken, unser Predigttext ist hineingesagt in eine gewisse Frontstellung, nämlich als Antwort und als Klarstellung gegenüber Irrlehrern. Was haben die falsch gelehrt? Sie haben eine Trennung von heilig und profan. Profan ist so ein Wort für weltlich, also das Gegenteil von heilig. Eine Trennung der Welt zwischen einem heiligen Bereich und einem weltlichen Bereich gelehrt. Und Paulus sagt dagegen nein. Für Gott ist das alles seine Schöpfung. Alles ist sozusagen geheiligt durch ihn, weil es von ihm kommt und ihm gehört. Und es gibt keinen Bereich, der davon ausgenommen wäre. Und er richtet sich gegen die Speisegebote. Im Neuen Testament ist klar gemacht an mehreren Stellen, für Christen gelten die Speisegebote, das heißt die Einsortierung von Speisen nach rein und unrein, Dingen, die man essen darf und Dingen, die man nicht essen darf, nicht mehr, sondern für den Christen ist alles, was geschaffen ist, rein und damit ist es erlaubt, alles zu essen, wenn es mit Dank empfangen wird. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben, gönn dir. Das sagen manche jungen Leute. Ist so eine Haltung, lass es dir mal gut gehen. Genieß einfach mal. Also ohne Objekt, da wird ja nicht gesagt, was man sich gönnen soll. Deswegen ist klar, eine grundsätzliche Einstellung, bestimmte Dinge anzugehen, gönn dir. Die Frage ist, ist dieses gönn dir nicht zu positiv? Dürfen wir als Christen einfach so uns Dinge gönnen oder verärgern wir Gott damit? Ich habe Ihnen ein Gedicht mitgebracht von Lothar Zenetti, einem Pastor und Dichter, und das möchte ich Ihnen einfach mal vorlesen. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne und für all die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Darum sind wir so farbenfroh. Sonne, Wasser, Natur, for free, alles umsonst, free refill. Sie können sich nachnehmen,
so oft sie wollen, ohne Einschränkung. Wir haben so einen großzügigen Gott. Allein das Wasser. Es gibt natürlich delikate andere Getränke, Teesorten mit allen möglichen Aromen oder spezielle Weine. Oder hier in Deutschland gibt es natürlich auch viele Leute, die 100 Biere an ihrem Geschmack unterscheiden können. Aber man muss doch sagen, so ein Glas Wasser, das ist doch der Star für jede Zeit. Das geht immer. Das ist erfrischend, egal wie es dir gerade geht und was du gerade vorher gegessen hast. Das ist gesund, ohne Einschränkungen. Und das Tolle, es kostet nichts. In vielen Restaurants kann man sich ein Glas Leitungswasser bestellen und muss nichts dafür bezahlen. Und das, was wir bezahlen für Wasser aus der Leitung, wenn wir es denn trinken in diesen Mengen, das ist ja wirklich minimalst. For free, kann man da sagen. So einen großzügigen Gott haben wir. Die wichtigsten Dinge im Leben, die können wir uns nicht kaufen. Was ist schöner als der Sonnenschein? Was ist schöner als der Blick aufs Meer oder in die Berge? Dem kommt nichts gleich. Und all das können wir uns nicht kaufen, müssen wir uns auch nicht kaufen, weil Gott schenkt es uns. Unser Vater im Himmel ist unglaublich, unendlich großzügig. Ich poste manchmal bei Facebook mein Essen. Das liegt daran, dass ich mich einfach daran freue. Ich liebe es zu essen, das ahnt man, wenn man mich sieht. Und ich liebe es auch, wenn in Restaurants Teller schön gestaltet sind und kleine Kunstwerke sind. Ich bin da schon ein echter Genießer. Ich poste also mein Essen und dann merke ich, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Manche kommentieren da nämlich dann etwas abfällig. Ich solle doch mal überlegen, ob ich nicht schon dick genug sei. Und dies und jenes ist doch gar nicht gesund. Und man spürt, Leute, die sich selbst den Genuss versagen, neigen dazu, ihn anderen auch nicht zu gönnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen auf dieses Thema einen durch die Bibel geprägten Blick haben. Gucken wir mal weiter, was da noch so steht. In Vers 5, es, das alles, was wir mit Danksagung nehmen sollen, wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wort Gottes, das gehört dazu, seine Orientierung für unser Leben, die wir in diesem Buch finden. Und wir merken, der Schöpfer beschenkt uns nicht nur mit all seinen Gaben, sondern er gibt uns auch noch die Anleitung zum richtigen Gebrauch dazu. Denn wenn man die nicht kennt, dann kann man sich auch ganz schön verlaufen in der Fülle dessen, was wir haben. Beispiel Alkohol. Wir haben es vorhin in dem Psalm gehört, der Wein ist uns gegeben zur Freude und wir dürfen ihn genießen. Ja, wir dürfen auch Alkohol trinken als Christen und uns daran freuen. Und die Bibel macht aber genauso deutlich, dann, wenn du so viel trinkst, dass du ein anderer wirst, dann, wenn du so viel trinkst, dass du gar nicht mehr aufhören kannst zu trinken, dann gebrauchst du diese guten Gaben Gottes nicht, sondern dann missbrauchst du sie. Und tatsächlich, wenn wir Alkohol so trinken, dann wird das, was zum Genuss und zur Freude für uns gedacht wird, zum Gift. Alkoholiker trinken täglich Gift. Das Schlimme ist, das wissen sie sogar. Und der Alkohol schmeckt ihnen gar nicht mehr,
aber sie kommen nicht davon los. Deshalb, es ist gut zu hören, was der Schöpfer über seine Schöpfung sagt, damit wir sie so gebrauchen, dass sie uns nicht schadet, sondern uns glücklich macht. Sexualität ist auch so ein Thema. Tausend Möglichkeiten, und die Bibel sagt uns an vielen Stellen deutlich, Sexualität ist eine gute Gabe Gottes, etwas Wunderbares. Die Bibel sagt uns zugleich, sie hat ihren Ort in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und da, wo wir Sexualität praktizieren, über diese Grenzen hinaus, da kann sie leicht zerstörerisch werden. Beziehungen zerstörend, uns zerstörend, unsere Gefühle kaputt machen. Sexualität, eine wunderbare Gabe Gottes. Und Gott sagt uns in seinem Wort, wie wir sie so gebrauchen, dass sie uns glücklich macht und uns nicht zerstört. Und dann steht da, dass wir das mit Gebet in Verbindung bringen sollen. Gottes Wort und Gebet. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir, wenn wir etwas genießen, das in Verbindung bringen können mit dem Schöpfer. So wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben nicht nur diese vielen Gaben Gottes, sondern wir wissen, von wem es kommt. Und jedes dieser Geschenke können wir als Liebesbeweis unseres liebenden Vaters verstehen und uns gleich doppelt darüber freuen, nämlich über das, was uns da geschenkt ist und über die Liebe, die dahinter steht, von dem, der es bedingungslos gut mit uns meint. Und dann, ja, dann kann man sogar sagen, Genuss ist eine Form der Anbetung, ist eine Form des Lobes der Schöpfung Gottes. Genuss bewirkt Dankbarkeit gegenüber Gott. Also, gönn dir. Vor 4 Wochen kam ich so 8:45 hier an einem Sonntag in die Kirche. Ich komme ja immer ein bisschen früher. Und dann komme ich da durch die Tür und sehe, da hinten in der letzten Reihe sitzen schon 2 Leute und rauchen. Tja, ist mir vor Schreck meine Bierdose aus der Hand gefallen. Dieser Witz, der funktioniert ja deshalb, weil wir eigentlich alle der Meinung sind, es ist nicht gut, in der Kirche zu rauchen. Man muss gar nicht grundsätzlich gegen das Rauchen sein, aber bitteschön nicht in der Kirche. Und ich gebe zu, ich bin auch der Meinung, weil wenn Sie da hinten rumaschen, das ist überhaupt nicht zuträglich für unseren Fußboden und es könnte auch Sitznachbarn belästigen. Und natürlich sollte der Pastor auch möglichst vor dem Gottesdienst nicht zu viel Bier getrunken haben. Denn sonst könnte es passieren, was mal einem Amtsbruder passiert sein soll, dass er am Ende seiner Predigt, er hatte sich beruhigt mit einigen Schnäpsen, weil er so aufgeregt war, anstatt Amen Prost gesagt hat. Also, da sind wir uns einig. Und trotzdem funktioniert dieser Witz auch deshalb, weil wir so das Gefühl haben, naja, Alkohol trinken mag ja okay sein und rauchen vielleicht auch, aber bitte nicht in der Kirche, weil das ist doch ein heiliger Raum. Da muss man doch andere Maßstäbe gelten lassen. Wissen Sie, diese Trennung ist nicht biblisch. Aus Sicht Gottes, aus Sicht des Neuen Testamentes, ich habe es vorhin schon mal gesagt, gibt es keine heiligen und unheiligen Räume, grundsätzlich, theologisch. Wir dürfen in der Kirche essen und trinken und uns ganz normal verhalten,
So wie wir draußen auch normal sind, dürfen wir auch hier drinnen normal sein. Müssen uns nicht verstellen, müssen Gott kein Theaterspiel vormachen. Das gilt und ist theologisch richtig. Dennoch, unbenommen, es gibt Orte, wo viel gebetet worden ist. Und Leute, die sensibel dafür sind, spüren dort eine Gegenwart Gottes, die sie nicht überall anders spüren. Da ist der Himmel ein bisschen offen über diesen Orten. Und ich habe mittlerweile tatsächlich auch von Leuten gehört, die sagen, das gilt für unsere Friedenskirche. Flüchtlinge erzählen das immer wieder. Wenn ich in die Friedenskirche gekommen bin, da spüre ich Frieden durch den Umgang der Menschen miteinander. Aber irgendwie ist da auch eine Dimension von Gegenwart Gottes. Orte, an denen wir besonders die Gegenwart Gottes spüren, sind ein Geschenk. Aber dennoch ist Gott nicht nur dort, auch wenn man ihn dort vielleicht besonders spüren kann, sondern Gott ist überall auf dieser Erde. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum die Speisegebote aufgehoben sind. Seitdem Gott sich nicht nur primär auf das Volk Israel konzentriert in seinem Handeln und Offenbaren, sondern seitdem das Evangelium der ganzen Welt und allen Menschen gilt. Unbenommen, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und Gott hasst auch manchen Lebensstil, der sündig ist. Aber er liebt jeden Menschen. Und kein Mensch ist für ihn von vornherein unrein. Und das gilt sowohl für Angehörige der Linken und der Antifa, wie für AfD-Politiker und ihre Wähler. Das gilt für Transvestiten und für Prostituierte. Das gilt für Donald Trump und Wladimir Putin. Sie können weitermachen mit diesen Paaren oder auch einzeln. Kein Mensch ist davon ausgenommen. Gott liebt sie alle. Und wir sollen es auch tun als seine Leute auf dieser Erde. Und Gott möchte für jeden von ihnen, egal was da an kritisierbarem Lebensstil ist, egal was da an Geschichte und Prägung und Sünde ist, Gott möchte für jeden Menschen und nicht nur für die Anständigen und nicht nur für die mit einem heiligen Blick. Gott möchte für jeden Menschen, und das steht in der Bibel, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Ein Randaspekt übrigens dieses Thema: Für manche Leute ist Gesundheit so etwas wie eine Religion geworden. Das hängt damit zusammen, dass Menschen, die nicht mehr glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, eins, auf das man sich freuen kann, weil man Jesus kennt, dass die alles in dieses Leben hineinpacken. Und es nichts Schlimmeres gibt als das Ende des Lebens, weil dann ist ja alles aus und es kommt nichts mehr in ihrer Denke, weil sie die Ewigkeit verloren haben. Deshalb gilt für sie Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Denn wenn du gesund bist, dann hast du prognostiziert ein längeres Leben und kannst dieses Leben in vollen Zügen genießen. Als Christen wissen wir, Gesundheit ist ein hoher Wert, aber es gibt Wichtigeres. Und die Geborgenheit in Gott ist unendlich viel mehr wert als gute Blutwerte. Und interessanterweise gibt es bei den
Leuten, die dieser weltlichen Gesundheitsreligion angehören, auch Speisegebote. Kennen wir alle. Keine Kohlenhydrate, kein Fett, nicht zu viele Kalorien. Weltliche Speisegebote. Wir als Christen sollen natürlich nicht ungesund leben, ganz klar. Aber wir dürfen genießen. Und wir müssen nicht bei allem, was wir zu uns nehmen, ein schlechtes Gewissen haben. Denn das gehört zu dieser Gesundheitsreligion auch dazu. Du hast immer ein schlechtes Gewissen. Das ist wie christliche Kirche im Mittelalter, immer schlechtes Gewissen machen. Das tut diese Gesundheitsreligion auch. Wir dürfen wissen, wenn wir beten, Tischgebet, ja, ist eine gute Sache. Also einmal, weil man kommt mitten im Alltag kurz dazu, sich auf Gott zu besinnen. Oder wenn man mit anderen zusammen ist, man muss es ja nicht so provokativ machen. Man muss ja nicht sagen, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde oder so. Aber Tischgebet, ein deutliches Senken des Kopfes, kurzes Innehalten, das wirkt auf Leute, die merken, da ist jemand Christ, da ist jemand angebunden an etwas Höheres. Und ich glaube, Tischgebet verhindert auch die negative Wirkung von womöglich schädlichen Speisen, habe ich schon Berichte darüber gehört, und lässt uns eben immer wieder diese Verbindung zu dem finden, dessen Liebe wir auch an einem guten Essen erkennen können. In Vers 4 ist ja von dieser Danksagung die Rede. Und ich möchte noch einmal ein Gedicht von diesem Pastor Zenetti vorlesen. Ich traf einen jungen Mann, kerngesund, modisch gekleidet, Sportwagen, und fragte beiläufig, wie er sich fühle. Was eine Frage, sagte er. Beschissen. Ich fragte ein wenig verlegen eine schwerbehinderte ältere Frau in ihrem Rollstuhl, wie es ihr gehe. Gut, sagte sie, es geht mir gut. Super, Baba, klasse, das freut mich. Ja, es funktioniert, also das Gedicht geht weiter. Da sieht man wieder, dachte ich bei mir, immer hat man mit den falschen Leuten Mitleid. Dankbarkeit ist nach biblischem Verständnis kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, dankbar zu sein. Das ist eine Lebenseinstellung. Seid dankbar für alles, steht im Neuen Testament. Und wer das praktiziert, der erlebt eine Verwandlung seines Alltags. Und jetzt zum Schluss noch ein Schönheitstipp von mir. Ich weiß, ich habe dazu was zu sagen. Dankbarkeit macht ein schönes Gesicht. Ganz im Ernst. Ich habe es schon manches Mal erlebt, wenn ich Konfirmanden gehabt habe, und ich bin ja jetzt schon über 22 Jahre hier und habe auch bei manchen Dingen die längere Übersicht, wenn ich Konfirmanden gehabt habe, dass die bei ihrer Konfirmation ein wunderschönes Gesicht gehabt haben. So richtig, wow, der könnte modeln oder die. Und wenn ich die dann nach 10 Jahren wieder getroffen habe, habe ich manches Mal erlebt, dass die Schönheit aus diesem Gesicht gewichen war. Und dass ein abgestumpfter Blick und eine deutlich sichtbare Haltung von Unzufriedenheit, von Undankbarkeit zu erkennen war. Bis du 14 bist, musst du nichts für deine Schönheit tun. Aber dann fängt es so langsam an, dass deine Lebenseinstellung Auswirkungen auf deine Physiognomie, auf dein Gesicht hat. Und ich habe
manches Mal alte Leute kennengelernt, die haben viel Schweres erlebt in ihrem Leben. Möchte ich nicht tauschen. Aber die strahlten. Und wenn man die fragt, wie geht's dir, sagen sie, gut. Und manchmal, danke Jesus. Und wenn man mit ihnen über ihr Leben spricht, dann machen sie das nicht klein, was sie am Schweren erlebt haben, aber sie sind geprägt von Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit, die können wir an ihrem Gesicht sehen. Dankbarkeit macht schön und Undank macht hässlich. Jetzt wirklich der Schluss. Joyce Meyer, ich weiß nicht, die hat so ihre Sendung auf Bibel TV, ist weltweit wahrscheinlich die bekannteste Pastorin überhaupt. Und eine ihrer Sendereien heißt Genieße dein Leben. Oder Genieße das Leben. Genieße das? Weiß ich nicht genau. Genieße das Leben. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, oh, diese Wohlstandsevangeliumsleute, natürlich immer nur Genuss und nicht die Tiefen und Schweren des Glaubens betonen, sondern genieße das Leben, das klingt so dermaßen oberflächlich. Und ich fühlte mich einen Moment ein bisschen frommer als Joyce Meyer, bis ich dann Prediger 9,9 las und da steht, genieße das Leben. Ist also biblisch und meine frommen Gedanken waren offensichtlich gar nicht so fromm. Das möchte ich Ihnen am Ende dieser Erntedankpredigt auch nochmal sagen. Genieße das Leben oder gönn dir. Amen. Wir sind